Also vielen Dank für die Einladung. Es hat mich natürlich gefreut, das freut dann immer, wenn man einen Vortrag hält und dann ein Jahr später sich jemand noch daran erinnert, was man damals gesagt hat und auf dessen zu einem zurückkommt. Ist schon gesagt worden, ich arbeite bei der Landeszentrale für politische Bildung seit einigen Jahren in unterschiedlichen Bereichen. Gerade zum 1. Mai habe ich eine neue Aufgabe übernommen. Was aber nicht heißt, dass ich heute hier in offizieller Funktion der Landeszentrale hier bin, um Ihnen sozusagen die Demokratiebildungsstrategie der Landeszentrale vorzustellen, sondern ich bin heute hier als politischer Bildner, der vor seiner Zeit bei der Landeszentrale Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, seit mittlerweile 16 Jahren, also schon als ich noch studiert habe, war ich als Mitarbeiter für unterschiedliche Einrichtungen unterwegs in der politischen Bildung und jetzt seit 6, 7 Jahren dann auch dann bei der Landeszentrale. Also so vielleicht zum Hintergrund, um das einzuordnen. Und Frau Urban hatte mir das Thema, das Sie auch hinten auf der Präsentation sehen, so vorgeschlagen und ich habe das relativ schnell ohne gründlich drüber nachzudenken, denn auch in der Form akzeptiert. Und je näher es auf dem Vortrag ging und je intensiver ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gesagt, naja, vielleicht hätte man einen anderen Titel vielleicht noch wählen können oder das zuspitzen können. Es ist natürlich einfach zu sagen, wo kann politische Bildung ansetzen, aber die Frage nach der Nachhaltigkeit, vielleicht auch nach der Wirkungsmächtigkeit von politischer Bildung ist natürlich relativ schwer zu beantworten. Wie kann man den Erfolg von politischer Bildung messen? Um Ihnen ein kleines Beispiel zu geben, als in Baden-Württemberg zur Kommunalwahl 2014 politische Entscheidung, das aktive Wahlalter von 18 auf 16 Jahren gesenkt wurde, sodass auch die 16-, 17-Jährigen sich jetzt an der Kommunalwahl beteiligen können, hat man gesagt, es reicht nicht nur hier eine politische Entscheidung herbeizuführen, sondern das muss auch pädagogisch begleitet werden in Form einer Erstwählerkampagne, wo sozusagen dann das Land auch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt hat, um diese durchzuführen. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Die Träger waren dann der Landesjugendring und die Landeszentrale für politische Bildung. Und wir haben uns dann drüber unterhalten, wie können wir überhaupt den Erfolg dieser Erstwählerkampagne messen. Und da kamen dann einige auf die Idee, über die Wahlbeteiligungsquoten das zu machen. Und da habe ich mich relativ stark dagegen gewehrt, weil wir in Deutschland ein Wahlgeheimnis haben und weil wir keine Wahlpflicht haben. Aber das zeigt schon, wie schwer das ist, vielleicht die Wirkung, auch die Nachhaltigkeit von politischer Bildung überhaupt zu bemessen. Es gibt hauptsächlich in der schulischen politischen Bildung natürlich empirische Studien auch, die gewisse Formate untersucht haben und die Vorteile, den Erfolg dieser Formate gemessen haben. Zum Beispiel das Thema Planspiele ist seit einigen Jahren, wobei das immer noch ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen ist, sehr gut erforscht wird. Gibt es zwei Lehrstühle in Deutschland. Das eine ist Monika Oberle in Göttingen, das andere ist Tim Engartner in Frankfurt, die sich damit beschäftigen. Oder es werden einzelne Unterrichtsentwürfe evaluiert, zum Beispiel PH in Karlsruhe. Georg Weisenow ist jemand, der das relativ ausführlich für die politische Bildung macht. Aber so die gesamte Wirkung von politischer Bildung lässt sich nur schwer bemessen. Und trotzdem würde ich Ihnen aus meiner Sicht so einige Möglichkeiten vielleicht aufzeigen, die die Chance erhöhen, so würde ich es mal formulieren, die die Chance erhöhen, dass es nachhaltig sein könnte. Also Sie merken schon, auch wenn ich in der politischen Bildung arbeite und da 100% und noch mehr von der Arbeit der politischen Bildung überzeugt bin, weiß ich natürlich sozusagen, dass es manchmal nur punktuell ist, dass es manchmal auch nur ein Tropfen vielleicht auf den heißen Stein ist, den man da setzen kann.
was ich Ihnen als Gliederung mitgebracht habe, sind 6 Punkte. Zunächst noch mal kurz darauf eingehen, gerade im Kontext von Demokratie, Bildung, Demokratiepädagogik, manche nennen es auch Demokratielernen, finde ich das nochmal wichtig, so deutlich zu machen, was sind so die Aufgaben der politischen Bildung. Also wir hatten gestern schon den fachdidaktischen Vortrag von Frau Reinhardt. Das heißt, ich möchte jetzt nicht auf die Fachdidaktik nochmal ausführlich eingehen und auch die gewissen unterschiedlichen Positionen zwischen politischer Bildung einerseits und Demokratielernen auf der anderen Seite, wo es in der Fachdidaktik durchaus sehr heiß hergeht, wenn sich die Theoretiker dann der unterschiedlichen Konzepte treffen. Aber ich denke, es ist nochmal wichtig, deutlich zu machen, was sind die Aufgaben der politischen Bildung und so wie ich auch meine Aufgabe als jemand aus der Landeszentrale für politische Bildung verstehe. Es geht dann darum, Politikkompetenz, das wäre eher der Bereich, mit dem die politische Bildung arbeitet, nochmal gegenüberzustellen der Demokratiekompetenz, wie eher die Demokratiepädagogik arbeiten würde und es eben dann auch im Bereich Demokratielernen zu verorten. Es soll dann nochmal darum gehen, um einen Konsens, den Beutelsbacher Konsens, der gestern auch schon angesprochen wurde, der, glaube ich, meiner Meinung nach helfen kann, Demokratiebildung an den Schulen fächerübergreifend zu verankern. Und der größte Teil sollen Praxisbeispiele aus meiner Praxis der politischen Bildung sein, wo es mir auch wichtig ist, zu zeigen, Schule und außerschulische Bildung gehören für eine gelingende Demokratiebildung auch ein Stück weit zusammen. Und bei diesen Praxisbeispielen geht es auch um das Thema Grundschule. Und Frau Urban hat schon gesagt, ich bin selbst noch ein Suchender, was die frühkindliche politische Bildung angeht. Also politische Bildung in dem Sinne ein Stück über Demokratie leben sozusagen hinaus, sondern wie können wir auch zum Beispiel das Thema Kommunalpolitik in Kindergärten verorten. Und ausgehend von diesen Praxisbeispielen dann auch nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen, vielleicht so ein paar Punkte für gelingende Demokratiebildung deutlich zu machen. Es sind gestern einige Begriffe schon gefallen, auch in der Diskussion. Das Gute ist ja, wenn man dann noch einen größeren Redepart hat, kann man sich alle Punkte aus der Diskussion aufsparen und dann in seinen Vortrag mit einfließen lassen. Deswegen habe ich gestern Abend auch noch so ein bisschen was ergänzt und umgestellt. Es ist gestern bei Frau Reinhardt im Vortrag auch schon angeklungen, die Methodenvielfalt für gelingenden Politikunterricht. Und es gab auch im Detail dann das Thema Rollen- und Planspiele, das sehr positiv genannt wurde. Das ist jetzt ein methodischer Bereich zur Kompetenzförderung, also eine Methode, mit der man Kompetenzen entwickeln und fördern kann, den ich jetzt zum Beispiel nicht aufgegriffen habe. Deshalb nicht aufgegriffen habe, weil natürlich ein Stück weit Planspiele schon eine Trockenübung auch sind. Also man simuliert im Klassenraum eine Sitzung des Gemeinderates, man spielt Bundestag, simuliert Bundestag, man simuliert den EU-Ministerrat, wie auch immer. Also an zwei Stellen wird das Thema, die Methode Planspiele kurz aufblitzen, aber ich werde es jetzt nicht systematisch machen, hätte man aber auch machen können. Herr Beule hat dann gestern auch das Thema UNESCO-Projektschulen in Baden-Württemberg angesprochen. Fiel mir denn ein, hätte ich auch als Praxisbeispiel nehmen können, weil die Landeszentrale für die UNESCO-Projektschulen auch Seminare anbietet oder ein Seminar zumindest im Jahr, wo dann aus dem UNESCO-Projektschulen Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis dann teilnehmen können und sich mit Themen, die letzten Themen dieser Seminare waren Demokratie, ist Demokratie in Gefahr, Demokratie und Populismus, dann das klassische Thema Nachhaltigkeit. Also da gibt es ganz viele Beispiele, die man hätte bringen können und ich habe mich dann aber auf welche beschränkt, wo es auch Kooperationen denn gab zwischen Schule und Außerschule.
So, die Landeszentrale für politische Bildung ist ja eine etwas, also intern sagen wir, eine Behörde der etwas anderen Art. Wir sind natürlich eine klassische Landesbehörde oder genauer gesagt eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg im Geschäftsbereich des Landtages von Baden-Württemberg. Also wir sind dem Landtag zugeordnet. Das war vor ein paar Jahren mal anders. Da haben wir dann eher zur Exekutive, zum Staatsministerium gehört und seit ein paar Jahren dann zum Landtag, was in der praktischen Arbeit keinen großen Unterschied sozusagen macht, also hinsichtlich vielleicht befürchteter politischer Einflussnahme, wie auch immer. Und deshalb sind wir natürlich ein Akteur der außerschulischen politischen Bildung und haben aber viel mit Schulen zu tun und sind letztlich auch ein Akteur der schulischen politischen Bildung. Auch das hat Frau Urban schon angesprochen. Es gibt ein Format oder ein Label, die sogenannten politischen Tage, und dahinter verbergen sich Angebote der Landeszentrale für Schulen, also Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, die jedes Schuljahr ausgeschrieben werden, wo sich dann in der Regel die Lehrkräfte bei uns zurückmelden für ein Planspiel XY, für eine Exkursion nach Straßburg oder Karlsruhe, also immer was da so im Angebot ist. Und dieses Label politische Tage geht zurück auf einen Erlass des Kultusministeriums aus den 70er Jahren, wo eben die Landeszentrale ermächtigt wird, solche Angebote zu machen. Und das ist schon im Vergleich mit den 16 anderen Landeszentralen. Wir haben ja mittlerweile jetzt wieder in jedem Bundesland, vereinfachend gesagt, eine Landeszentrale. Es gibt auch Formate, einen Landesbeauftragten für politische Bildung, der Weg in Schleswig-Holstein jetzt gegangen ist. Aber die Niedersachsen, die ja ihre Landeszentrale abgeschafft haben, haben seit 2-3 Jahren dann auch wieder eine Landeszentrale, die alle unterschiedlich funktionieren, unterschiedlich aufgestellt sind, unterschiedlich ausgestattet sind, unterschiedliche Aufgaben auch haben. In Baden-Württemberg eben das besondere Angebote für Schulklassen anzubieten. Das ist auch ein ganz großer Bereich. Ich würde grob schätzen, dass wir pro Schuljahr hier über 1000 Veranstaltungen sprechen, die Landeszentrale mit der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Stellen durchführt. Da gibt es in der Zentrale in Stuttgart das Team MEX, das in der Extremismusprävention tätig ist. Da gibt es die Außenstellen in Freiburg und Heidelberg. Da gibt es Fachbereiche, politische Tage, die dann zum Beispiel den Regierungsbezirk Tübingen abdecken. Und mit dem neuen Doppelhaushalt 18-19 gab es auch eine strukturelle Verbesserung für die Landeszentrale, in dem mehr Mittel und mehr Personal zur Verfügung gestellt wurden. Also man kann viel darüber diskutieren, wie ist die politische Bildung in Baden-Württemberg aufgestellt, und das schmeckt mir sicherlich auch nicht alles. Aber man muss sagen, im Vergleich mit anderen Bundesländern sind wir doch durchaus gut aufgestellt, und auch die Unterstützung seitens der politischen Entscheidungsträger ist gut aufgestellt in Baden-Württemberg, zumindest in dem Form, dass sich in Bezug auf die Landeszentrale in mehr Mittel und mehr Stellen dann auch ein Stück weit niedergeschlagen hat. So viel vielleicht auch zu dem, dass Sie das einordnen können, was ich vortragen werde. Und zunächst die Aufgaben der politischen Bildung. Also die politische Bildung geht vom Leitbild des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin aus, also Mündigkeit als Leitziel der politischen Bildung. Und was gehört hier ein Stück weit dazu? Da gehört zunächst mal, und das ist immer die einfachste Möglichkeit der politischen Bildung, das Informieren und Erklären, wie politische Prozesse ablaufen, wie politische Phänomene entstanden sind. Da kann man informieren, indem man Vorträge anbietet, da kann man informieren, indem man Publikationen veröffentlicht. Also so die einfachste Stufe von politischer Bildung. Wer möchte, kann zum Vortrag kommen, wer möchte, kann sich die Zeitschrift oder das Heft oder das Buch bestellen. Aber was denn damit gemacht wird, ob jemand bei einem Vortrag nur körperlich anwesend ist oder wie er die Informationen, die ihm da gegeben werden, verarbeiten, das gibt man dann so ein Stück weit aus der Hand.
Schwieriger wird es dann schon oder anspruchsvoller, aber natürlich dann auch interessanter, was die Arbeit in der politischen Bildung angeht, wenn es darum geht, demokratische Werte zu vermitteln. Wir haben ja auch gestern schon viel über das Thema Wertebildung gesprochen und die Vermittlung demokratischer Handlungsmuster. Das muss Hand in Hand gehen, also Wertebildung kann nicht losgelöst betrachtet werden von Demokratiebildung und auch nicht losgelöst werden von politischer Bildung. Und ich würde sagen, die Werte, über die wir da sprechen, sind ein Großteil festgelegt im Grundgesetz, in den Artikeln 1 bis 19. Man könnte auch noch den Artikel 20 dazu nehmen. Dort sind aus meiner Sicht die Grundwerte, die im gesellschaftlichen Zusammenleben in Deutschland gelten sollten, festgeschrieben. Also man muss sich jetzt aus meiner Sicht nicht groß Gedanken machen, was sind die Werte, die wir überhaupt vermitteln wollen, sondern die leiten sich aus dem Grundgesetz ab, aus Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Grundrechte, die im Grundgesetz definiert sind, bis hin zu Artikel 20, wo ja die zentralen Strukturprinzipien der Bundesrepublik Deutschland, also Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, Demokratie und Bundesstaatsprinzip festgeschrieben sind. Und daraus ergibt sich dann aus meiner Sicht auch ein Stück weit die Wertebildung. Ein dritter Punkt, was sind die Aufgaben der politischen Bildung, wäre dann die Befähigung der zur politischen und gesellschaftlichen Teilhabe. Also, dass man nicht nur weiß, es gibt Wahlen und wie diese Wahlen funktionieren, sondern dass man auch in der Lage ist, sozusagen sein Wahlrecht auszuüben. Das war zum Beispiel ein Schwerpunkt bei der Erstwählerkampagne, wo es auch bei der nächsten Kommunalwahl nächstes Jahr wieder eine geben wird, also Jugendliche zu befähigen, das auch wahrzunehmen. Ein Bereich, über den ich nicht spreche, der aber auch schon angeklungen ist oder nicht ausführlich spreche, ist die Kinder- und Jugendbeteiligung, so müsste man es genau sagen, in Baden-Württemberg durch die Änderung der Gemeindeordnung in § 41a. Also Jugendliche müssen einbezogen werden, Kinder sollen einbezogen werden, also man sollte die Kinderbeteiligung da immer mitdenken in dem Bereich und nicht nur sich so auf die Jugendlichen fokussieren. Den Artikel 41a gibt es in der Gemeindeordnung schon länger. Der bezog sich lange Zeit auf die Jugendgemeinderäte und das ist auch der Punkt, auf den ich jetzt kurz hinaus möchte. Auch da ist es natürlich nicht nur so, dass man die Möglichkeit bietet, in Kommunen kann ein Jugendgemeinderat eingerichtet werden, sondern man muss diese Jugendlichen auch befähigen, dieses Amt, das sie dann übernommen haben, auch ausüben zu können. Von Unterstützung in Sachen, wie plane ich ein Projekt, wenn ich eine Podiumsdiskussion machen will, wie bereite ich das vor, wie mache ich Moderation, also das sind alles so Sachen, die die Landeszentrale dann im Prinzip auch leistet und jetzt durch die Änderung von Paragraphen 41a ist es natürlich noch ausgeweitet worden. Also auch dieses Phänomen Jugendgemeinderäte ist ja etwas sehr Baden-Württemberg-spezifisches in dieser Form. Es gibt auch viele andere Formen der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung und man muss immer vor Ort schauen, was ist das Beste. Es kann sein, dass in einer Kommune gesagt wird, Jugendgemeinderat funktioniert überhaupt nicht und in der Nachbarkommune funktioniert sozusagen sehr gut. Das vielleicht so in aller Kürze als Zusammenfassung, was sehe ich so als die Aufgaben der politischen Bildung an und die politische Bildung setzt dabei auf ein Modell der Politikkompetenz. Das ist gestern auch ein Stück weit schon angeklungen bei Frau Reinhardt, die ja auch ein Kompetenzmodell vorgestellt hat, das ein bisschen anders ausgesehen hat. Das Schaubild, das Sie vor sich sehen, das hat so die größte Gruppe der Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker entworfen. Also auch da gibt es gewisse Streitigkeiten, was da an Kompetenzen und Fähigkeiten sozusagen vermittelt werden soll. Dieses Schaubild ist aus einem Aufsatz von Peter Marsing
die ja nochmal die vier Dimensionen der Politikkompetenz aus seiner Sicht dann eben dargestellt hat. Und da sehen Sie die Urteilsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit, Fachwissen und Einstellung und Motivation sind sozusagen diese vier Dimensionen. Und Sie sehen durch diese Verzweigungen dann auch nochmal, was bedeutet das. Ja? Und da sehen Sie, da ist im Prinzip auch alles drin, was Frau Reinhardt gestern vorgestellt hat, auch wenn es begrifflich etwas anders genutzt wird. Das ist das Werturteil drin, das Feststellungsurteil, Gestaltungsurteil und so weiter. Im Fachwissen ist natürlich auch drin der Bereich Demokratie. Das ist ja sozusagen ein großer Knackpunkt. Und Frau Reinhardt hat es gestern auch schon leicht angedeutet. Reicht es aus, den Nahraum demokratisch zu gestalten? Ist es ausreichend, um mündige Bürger oder demokratiefähige Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche zu bekommen? Ist das ausreichend oder braucht es da noch mehr? Und Frau Reinhardt hat eigentlich die Antwort aus ihrer Sicht gegeben. Es braucht da noch mehr. Es braucht die Reflexion. Es reicht nicht einfach, den Nahbereich demokratisch zu strukturieren und organisieren, sondern es braucht auch Fachwissen, gewisse Konzepte, also dass man den Begriff Demokratie auch schon sozusagen theoretisch begründen kann, wissen, was ist mit dem Begriff gemeint, sich auch verständigen auf Gemeinsamkeiten, also Demokratie, da kann auch jeder von uns was Unterschiedliches drunter verstehen. Und da geht es natürlich auch darum, sich zu einigen, was eine Arbeitsdefinition, was ist Demokratie überhaupt? Demokratie im Europäischen Rat, also Treffen der Staats- und Regierungschefs, drückt sich in einem Konsensverfahren aus. Das Konsens heißt, alle müssen, also es wird so lange geredet, bis keiner mehr was dagegen sagt. Im Europäischen Rat gibt es keine Abstimmungen, sondern es wird irgendwann gefragt, ja, will noch jemand was sagen? Und wenn dann keiner mehr sagt, geht man davon aus, dass der Konsens hergestellt ist. Oder ist Demokratie, gehört zur Demokratie Mehrheitsentscheidungen? Natürlich Einstimmigkeit oder Konsens wesentlich schwieriger zu erreichen als eine Mehrheitsentscheidung. Was für eine Mehrheitsentscheidung? Wie soll zum Beispiel die Entscheidung, wo soll es beim nächsten Wandertag hingehen, getroffen werden? Einfache Mehrheit, absolute Mehrheit, qualifizierte Mehrheit. Also das sind so alles Fragen, die auch ein Stück weit dazugehören, weil es geht ja auch um Akzeptanz. Wenn jemand im Klassenverband ist, der sagt, für mich ist Demokratie, wenn wir die Entscheidung einstimmig treffen, der wird mit einer einstimmigen Mehrheit nicht einverstanden sein und wird dann auch die Entscheidung vielleicht nicht akzeptieren und sich, wenn es dann auf den Wandertag zugeht, krank melden. Das heißt, und das hat Frau Reinhardt gemeint, mit, es muss immer auch reflektiert werden, was tun wir hier gerade. Und es muss dann sozusagen erstens mal das eigene demokratische Handeln im Nahbereich reflektiert werden und dann muss es auch systematisch übertragen werden auf die Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, einfach darauf zu hoffen, wir erfahren Demokratie im Nahbereich und dann überträgt sich das automatisch auch auf die Rolle als Bürgerin oder als Staatsbürgerin und Staatsbürger oder Einwohnerin und Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist, glaube ich, schwierig zu erreichen. Also das ist so das Modell der Politikkompetenz, mit dem die politische Bildung arbeitet. Und demgegenüber, ich habe mich jetzt hier bei Gerhard Himmelmann angelegt, jemand, der so im Bereich Demokratie lernen sehr oft zitiert wird und als Grundlage genutzt wird, der dann sozusagen erstmal von der Demokratie als Herrschaftsgesellschaft und Lebensform ausgeht. Auch das ist gestern schon angesprochen worden. Und der dann von drei Bereichen spricht, die Einstellungsebene, affektiv-moralische Einstellungsebene, die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und die praktisch instrumentellen Fertigkeiten. In Klammern finden Sie Auszüge, wie er das sozusagen, mit welchen Begriffen er sozusagen das festmacht, also Einstellungen im Bereich Menschenwürde, Akzeptanz von Grundrechten, Wertschätzung, Anerkennung von Vielfalt und Pluralismus bis hin zum Thema Einsatz für Nachhaltigkeit. Das ist nicht vollständig, da gibt es noch viel, viel mehr.
Sie sehen unten auch die Angabe, wo Sie das nachlesen können, ein Beitrag, was ist Demokratiekompetenz, den man auch online aufrufen kann. Bei Fähigkeiten, Sachkenntnis, Unterscheidungsvermögen, Problemlösungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und bei den praktischen Fertigkeiten, Dialogfähigkeit, Empathie, Interessensvertretung, Selbstwirksamkeit, Konfliktfähigkeit und so weiter. Warum habe ich das jetzt nochmal aufgeführt? Wenn man einen Schritt nochmal zurückgeht, ich finde, so groß sind die Unterschiede eigentlich gar nicht. Das sind vielleicht andere Benennungen, aber eigentlich würde ich sagen, geht es um das Gleiche. Ja? Wir haben das Unterscheidungsvermögen. Hier das Unterscheidungsvermögen und im Modell der Politikkompetenz die Urteilsfähigkeit. Also es gibt hier große Überschneidungen, deswegen habe ich es dann hier auch nochmal so ausführlich gemacht. In der Fachdidaktik der politischen Bildung gibt es jemand, Joachim Dietjen, und in der Vorbereitung bin ich auf einen Aufsatz von ihm gestoßen, der heißt »Die Demokratiekompetenz der Bürger«. Und fand es deshalb erwähnenswert und nochmal habe ihm extra eine Folie gewidmet, weil er sozusagen der Meinung ist, Demokratiekompetenz drückt sich aus in Interventionsfähigkeit. Das ist für ihn Demokratiekompetenz. Also die Kompetenz, sich in das politische Geschehen wirkungsvoll einzumischen. Und auch die Fähigkeit zu besitzen, beurteilen zu können, wann ist es überhaupt nötig, dass ich mich einmische. Also zu erkennen, wo gibt es Prozesse, in die ich mich einbringen will, die meine Interessen berühren, oder wo gibt es vielleicht Prozesse, wo man sagt, das finden vielleicht jetzt 80% wichtig, aber mich betrifft es nicht und deshalb finde ich es auch nicht wichtig. Und die Frage ist sozusagen, auch das muss Demokratiebildung sich immer beantworten. Was will man damit überhaupt? Er hat mal 4 Menschentypen herausgearbeitet. Ist es Ziel von Demokratiebildung, ist es der Aktivbürger, der sich überall immer in alles einmischt? Oder sagt man, der interventionsfähige Bürger, die interventionsfähige Bürgerin ist das Leitziel von Demokratiebildung. Und er würde eben bei dem Menschentyp C interventionsfähige Bürgerinnen und Bürger sagen. Das ist von Kurt Endler ein Zitat, außen auch ein Kommentar, den er abgibt, der auf der Seite der Bundeszentrale veröffentlicht wird, zu einem Thema, Themenportal Zukunft, Schule, Zukunft der Bildung. Und dem würde ich schon vehement widersprechen, dass das nicht die Realität von Politikunterricht schon gar nicht in Baden-Württemberg ist. Und dass es sozusagen auch im Unterricht darum geht, eine Kombination von Haltung, Bewusstsein, Wissen und praktischen Fähigkeiten ein Stück weit zu vermitteln. Und wie man das machen kann, jetzt sind wir bei den Praxisbeispielen. Das ist eine kleine Auswahl, wo ich gedacht habe, die passen am besten zu dieser Tagung, weil sie schulische und außerschulische politische Bildung miteinander verbinden und weil es sozusagen keine Trockenübungen sind, wie man es dann meistens bei Planspielen macht. Und die 3 Fotos, die Sie da hinten sehen, ich werde auch auf einige nicht so gelungene Beispiele, die werde ich so am Rand erwähnen, da nenne ich keine Orte oder Schulen, wie auch immer, aber bei den gelungenen Beispielen, so dass es auch ins KUMI, Kultusministerium, transportiert wird, habe ich mir vorgenommen, dann auch die Schulnamen dann auch zu nennen. Also was Sie da vor sich sehen, ist die Stadt Mannheim und Sie sehen, ich habe es mal überschrieben mit Diskussionsrunden, weil was macht die Landeszentrale in Mannheim in diesem Bereich? Es finden dort, hat eine lange Tradition und seit einigen Jahren ist da auch die Landeszentrale dabei, Diskussionsrunden zu verschiedenen Wahlen. 2015 hat mein Mannheim die OB-Wahl, da gab es das, 2016 zur Landtagswahl, das sind die Bilder letztes Jahr von der Bundestagswahl. Und Sie sehen da ein großes Bild, man hat in der Summe etwa 600 Jugendliche
Schülerinnen und Schüler aus Mannheim erreicht. Und das Besondere war, dass dann nicht ich vorne saß und dann die Direktkandidaten im Wahlkreis Mannheim von AfD bis Linke neben mir saßen und ich mir kluge Fragen überlegt habe, sondern die Podiumsdiskussion ist von Schülerinnen und Schülern moderiert worden. Das war also ein Projekt an einer der beteiligten Schulen, nämlich den Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Mannheim, die das traditionell immer machen. Es gibt auch einen weiteren Akteur, der Stadtjugendring in Mannheim ist auch ein Akteur. Er und die Landeszentrale unterstützen in der Veranstaltungsvorbereitung, in sozusagen, wenn die Jugendlichen sich auf die Themen einigen müssen, wenn sie Fragen zur Moderation haben, auch sozusagen die Einladung läuft dann zur Veranstaltung, läuft dann offiziell über die Landeszentrale. Also es ist hier eine gelungene Zusammenarbeit von Schule, Stadtjugendring Mannheim, Landeszentrale für politische Bildung und es kommt noch die Stadt Mannheim dazu. Diese Schüler, diese Großveranstaltung findet in Mannheim im Kapitol statt. Das ist eigentlich eine ganz normale Veranstaltung, Location für Konzerte und Theaterauftritte und so weiter. Das heißt, es kostet natürlich auch Geld. Das Geld übernimmt in der Regel die Stadt Mannheim, stellt es zur Verfügung. Und es gibt noch einen letzten Akteur, das man auf den rechten unteren Fotos sieht, nämlich die Lokalzeitung, der Mannheimer Morgen, der sich auch an dem Projekt beteiligt, der sozusagen über den Entstehungsprozess bis hin zur Podiumsdiskussion berichtet, der auch für Jugendliche eine Wahlbeilage immer entwickelt. Das sehen Sie auch das Bild. Das sind natürlich alles die schönen, natürlich ein Stück weit auch jetzt die Hochglanzfotos, die ich mitgebracht habe. Aber die Zeitung braucht die natürlich dann auch, die will ja auch was zum Berichten haben. Also das, die Jugendlichen sozusagen dann sich mit diesem Thema beschäftigen, Wahlen. Und ich finde auch, es geht natürlich hier um Wahlen, aber trotzdem auch ein Thema der Demokratiebildung, weil vieles drinsteckt. Die Jugendlichen machen das als Projekt. Sie gerade Fähigkeiten im sozialen Lernen, unterschiedliche Projektgruppen, manche bereiten die Podiumsdiskussion vor, manche bereiten Filme vor, die dann als Einstimmung auf das jeweilige Thema gezeigt werden. Manche Schüler sind in der Organisation der Veranstaltung zuständig. Also ein sehr gelungenes und auch nachhaltiges Beispiel in dem Sinne, dass es kontinuierlich läuft und alle Akteure kontinuierlich auch dabei sind. Wir waren jetzt allerdings alle ganz froh, dass 2018 ein Jahr ohne Wahlen ist, sozusagen, damit es dieses Jahr mal keine Wahlen gibt. Nächstes Jahr zur Europakommunalwahl wird es das wieder geben und dann muss man gucken, wie man 2021 mit gleichzeitiger Kommunal- und Bundestagswahl, wenn da nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, damit umgeht. Bis hin übrigens auch zur Schulverwaltung oder zum Schulleiter, der natürlich seine Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler da auch freistellen muss. Alle sind bei diesem Projekt mit dabei und das vielleicht so als Randbemerkung, weil wir gestern so ein bisschen, ja, die Lehrerinnen und Lehrer auch so ein bisschen in der Kritik waren. Es sind ganz oft auch die Eltern, die eine gewisse Haltung an der Schule erzeugen. Ich kenne ein Gymnasium aus Heidelberg, da muss jede Schule oder jede Stunde, die ausfällt, muss sich der Lehrer dafür rechtfertigen beim Elternbeirat, warum fällt diese Schule aus. Und es konnte kein Planspiel an der Schule durchgeführt werden, weil da ein Schulvormittag draufgegangen wäre und es sozusagen vom Elternbeirat abgelehnt wurde. Na? Die Skifreizeit, die ist immer unproblematisch, aber den Tage für die politische Bildung, also auch die Elternschaft, ist teilweise so, dass sie kein Interesse für politische Bildung hat. Das muss man auch mit wahrnehmen. Das nächste Beispiel, also das sind natürlich jetzt alle nordbadische oder größtenteils nordbadische Beispiele, weil es einfach in der Außenstelle Heidelberg meinen Wirkungsbereich gibt. Begegnungen habe ich das mal genannt. Also Politikerinnen und Politiker
und Jugendliche zusammenbringen. Und das sind zwei Bilder eines kommunalpolitischen Projektes, das wir in Ketsch gemacht haben. Hockenheim kennen Sie vom Hockenheimring, Nachbarort von Hockenheim, kleine Gemeinde. Um die 15.000, nicht ganz 15.000 Einwohner, haben vor Ort eine Werkrealschule. Und der Auslöser war, und die Initiative ging in dem Fall von der Stadtverwaltung aus. Die Stadtverwaltung ist auf die Schule zugegangen und der dritte Schritt ist, dass beide auf die Landeszentrale zugegangen sind. Der Auslöser war, dass Jugendliche, dass es Probleme zwischen Anwohnern und Jugendlichen gab und es gab kein Gremium, die zusammenzuholen. Ja? Und jetzt wollte der Bürgermeister auch nicht an die Schule gehen und sagen, dort und dort dürft ihr euch nicht mehr treffen, weil die Anwohner sich beschweren, sondern man hat gesagt, wie können wir die Leute zusammenbringen. Und da war der erste Schritt, wo wir gesagt haben, erstmal sensibilisieren für Demokratie in der Gemeinde, das Thema Kommunalpolitik, dann auch so ein Verständnis herstellen für die unterschiedlichen Bewusstseins und dann die unterschiedlichen Akteure zusammenholen. Und das linke Bild, das Sie sehen, also auch das läuft jetzt schon erfolgreich über mehrere Jahre in der Zusammenarbeit Stadtverwaltung, Schule und Landeszentrale. Im zweiten Jahr war dann plötzlich ein neuer Akteur dabei, nämlich der örtliche Jugendbeirat. Als Nachgang des Projekts hatte niemand vorgesehen, hat sich ein Jugendbeirat vor Ort gegründet, in dem Jugendliche, niedrigschwelliger als das im Jugendgemeinderat der Fall ist, für die Belange der Jugendlichen in der Kommune einsetzen, die es heute noch gibt. Also das auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Wir machen hier punktuell über 3-4 Tage Veranstaltungen und nachhaltig wird es deshalb, wenn dann Jugendliche zum Engagement angehalten werden, also die Eigeninitiative zeigen. Der dritte Bereich, ich habe es jetzt mal Exkursionen genannt, man hätte es auch Begegnungen nennen können, mit Politikern in Kontakt kommen, Parlamente besuchen, generell das Thema außerschulische Lernorte, auch das ist schon angesprochen, hier mal Beispiel aus dem Europäischen Parlament, wie wird dort im Europäischen Parlament Demokratie gelebt, mit Abgeordneten ins Gespräch kommen, genauso wie in der Mitte in den Landtag von Baden-Württemberg zu fahren. Und das Bild, was Sie links sehen, da sehen Sie so einen kleinen Mann nach vorne, das ist der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff. Warum nicht nach Karlsruhe fahren? Wir haben den Standortvorteil in Baden-Württemberg, dass es nicht so weit weg ist. Und mit einem Bundesverfassungsrichter, einer Richterin zum Thema Grundrechte diskutieren. Also nicht nur in der Schule das als Trockenübung machen, Werte, Grundrechte, sondern auch mal Exkursionen zu machen. Und das wird meiner Meinung nach auch außerschulisch sehr gut funktionieren. Dann, das habe ich jetzt mal, das nächste Thema habe ich mal Zugänge genannt, weil es soll ja auch um Kinder sozusagen gehen. Und was Sie Zugang, spielerische Lernformate, Sie sehen das ganz links auf dem Bild, erstmal mit Kindern Puzzle machen und darüber ins Gespräch kommen zu politischen Themen. Das ist ein Puzzle, Großpuzzle zur Europäischen Union. Also die Landeszentrale bietet ja auch bestimmte Publikationen und Lernmedien an. Da gibt es Großgruppen-Puzzles, also wo dann eine ganze Gruppe damit arbeiten kann und darüber dann sich dem Thema Europa annähern. Oder was Sie oben rechts sehen, das ist ein Bild vom Heidelberger Spielefest. Und dann wurde ich gefragt, auch von Kolleginnen und Kollegen, was hat das mit politischer Bildung zu tun? Es hat damit zu tun, dass die Landeszentrale zum Beispiel verschiedene Brettspiele gemacht hat, die teilweise dann verstaubt sind und ich gesagt habe, da müssen wir rausgehen aus der Landeszentrale. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das machen? Und dann haben wir mit initiiert dieses Heidelberger Spielefest, wo es um alle möglichen Brettspiele geht, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, wo 300-400 Leute dann kommen und wo es aber auch politische Brettspiele gibt, die sich mit Fragen der Demokratie beschäftigen, wo die Landeszentrale mit einem Infostand da ist. Und wo Leute kommen, die Spiele-Nerds sind
und die dann aber trotzdem bei der politischen Bildung vorbeilaufen und dafür dann auch ein Stück weit sensibilisiert werden. Also im Zuge der Demokratiebildung immer auch dort auftauchen, wo man es nicht erwartet. Ich hätte hier genauso gut ein Bild, das war eine meiner härtesten Erfahrungen bei einem Heimspiel der Adler Mannheim, Eishockey, Bundesliga, SAP Arena. Sind wir aufgetaucht, um für politische Bildung und Demokratie und Wahlen zu werben. Da kommen Leute, also das ist, glaube ich, die Sportziel oder die Sportgruppe Eishockey, die am weitesten von politischer Bildung weg ist. Ich war auch in Fußballstadien zur politischen Bildung schon. Da war es nicht ganz so extrem wie beim Eishockey, wo natürlich Leute dann auch sagen, lass mich mit deinem Quatsch in Ruhe, ist der größte Mist und so weiter. Wo man aber dann auch, und da würde ich sagen, da ist es vielleicht um die 10 oder 20, die man da erreicht, wert, dass man dort einen Nachmittag oder einen Abend dann mal dabei ist. Und das dritte Beispiel als Zugänge, das finden Sie in der Mitte. Das ist ein Planspiel für Grundschulen, das sich mit dem Thema EU beschäftigt. Simulation. Grundschüler sind Ministerinnen und Minister aus EU-Mitgliedsländern. Aber es geht zwar um die Europäische Union und wie funktioniert die, in Ausschnitten zumindest, ja, aber es geht natürlich auch, wie wird Demokratie in der EU erlebt, wie werden dort Entscheidungen getroffen. Und es ist ein Projekt, wo jemand hier ist, Alexandra Ochs, die dann noch viel besser dazu ausführlicher dazu berichten könnte, und wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie sie ruhig an. Das ist ein Projekt, das wissenschaftlich begleitet wurde, das in Göttingen entwickelt wurde und das wir sozusagen eingekauft haben in Baden-Württemberg und dann auch für Grundschulen anbieten. Und ich in meiner Verantwortung, wir haben das jetzt 15 Mal in Grundschulen durchgeführt und es kommt sehr gut an. Ja. Wenn ich so das Programm erstelle und den Ablaufplan und den Lehrerinnen und Lehrer schicken, die rufen sofort bei mir an und sagen, das klingt alles so theoretisch und trocken, das schaffen meine Grundschüler. Bitte bedenken Sie, das ist eine dritte Klasse und das kann doch nicht gehen. Und ich sage, das ist, und da sage ich, wir haben es jetzt schon ein paar Mal durchgeführt, ich verspreche Ihnen, es kommt super an. Und wenn es nicht ankommt, dann komme ich danach an die Schule und wir diskutieren drüber, warum es nicht funktioniert hat. Und es sind alle Rückmeldungen positiv und insbesondere von den Kindern, von den Schülerinnen und Schülern, die Rückmeldungen sind durchaus begeistert. Ich war selbst skeptisch, kann man mit Simulationen, mit Planspielen, gerade zum Thema EU, kann man da schon in die Grundschule gehen und habe mich selbst einem des Besseren belehren lassen. Und das letzte Thema, das ich aufbringen möchte, wir haben Kollegen vom Stadtjugendring Stuttgart hier. Auf den großen Fotos sehen Sie einen anderen Kollegen des Stadtjugendrings Stuttgart, Aytekin Çelik, der das Thema ausgearbeitet hat mit Star Wars Demokratie lernen. Ja? Und das sehen Sie allerdings, ich habe jetzt mal bewusst, manchmal macht man ja dann so Fotos, dass es auf dem Bild gut aussieht, wenn die ersten Reihen besetzt sind. Sie sehen, die Reihen sind sehr gelichtet. Ja? Also da würde ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da haben wir gesagt, wir besetzen dieses Thema mal, wir laden ihn ein zum Thema mit Star Wars Demokratie lernen, haben ganz viele positive Rückmeldungen, super Thema bekommen, ist natürlich Star Wars, also es geht jetzt über die Themen, über gewisse Themen, die vielleicht in der Gesellschaft populär sind, die Kinder und Jugendliche ansprechen, sie zu erreichen. Und da muss man leider sagen, wir haben Erwachsene erreicht, also es waren ein paar Lehrkräfte da, das war super, aber es waren keine Jugendlichen da und es war insgesamt auch sehr überschaubar mit 20 oder 30 und ich weiß, er ist im ganzen Land unterwegs, auch mit dem Thema, auch mit anderen Themen und da würde ich Sie ermuntern, dass dann vielleicht auch mal solche Wege zu gehen oder das andere Beispiel, das letzte, das wir uns überlegt haben, wie können wir einfach aufmerksam machen und dann sind wir auf Superhelden gekommen. Also semi-professionell würde ich sagen, kann man noch viel, viel besser machen. Es ist mir dann relativ kurzfristig eingefallen und wir haben das dann relativ kurzfristig auf die Beine gestellt. Aber wer ist gekommen, als diese drei Superhelden oder das Supergirl so durch die Einkaufsstraßen getigert sind, Flyer verteilt haben zur politischen Bildung? Es sind die Kinder gekommen. Die Kinder haben ihre Eltern nach sich gezogen, weil sie ein Foto machen wollten, ja, weil sie den Batman mal anfassen wollten. Ja. Und da ist man dann ins Gespräch gekommen.
zur politischen Bildung, auch zur Demokratie. Also auch das sind so Zugänge, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt, ja, eignet sich das überhaupt? Die Freiburger Kollegen haben einen Bildungsüberfall gemacht. Es gibt ein Zitat von Churchill, so sinngemäß, wenn es morgen bei mir an der Tür klingelt um 6 und ich weiß, es ist der Milchmann, dann weiß ich, ich lebe in einer Demokratie. Und das haben die Freiburger Kollegen gemacht, die haben Bildungsüberfall gemacht. Die kamen mit Milch und frischen Brötchen, haben morgens die Leute um 6 rausgeklingelt, um mit denen über das Grundgesetz zu sprechen. Da waren nicht alle begeistert. Aber also was ich Ihnen nur zeigen will, auch solche Wege sind lohnenswert, dass man zumindest drüber nachdenkt. Zumindest nicht nüchtern. Ja, dann, also deswegen habt ihr ja die Brötchen mitgebracht. Und so ein ganz kurz, weil ich schon gnadenlos über der Zeit liege, ein drittes Projekt, ein Pilotprojekt, das in Südbaden initiiert wird, Schule und kommunale Jugendbeteiligung, ein Projekt, wo die Kommunen vor Ort beteiligt sind, wo das Regierungspräsidium Freiburg, also von den Strukturen her, die Regierungspräsidien zuständig für die Gymnasien, für die beruflichen Schulen, dann die Schulämter für alle anderen Schularten zuständig und das Schulamt in Freiburg und das Schulamt in Offenburg beteiligt sind, wo man zum Beispiel die Entwicklung in § 41a aufgreifen will. Und das ist ein Pilotprojekt aus dem südbadischen Raum, das dieses Jahr als Pilotprojekt mit 4 Kommunen läuft und das aber auch irgendwann mal auf die Landesebene gehoben werden soll, dass dieses Projekt läuft. Und das ist einfach der Traffic Record, der dabei entstanden ist. Und da gibt es ganz viele Themen, die Sie sehen, die uns auch schon beschäftigt haben. Politik erfahrbar, erlebbar machen, SMV mit einbeziehen, auch sozusagen Eigeninitiative zeigen, Jugendbeteiligung. Also das ist sozusagen ein Projekt, wo man auch unterschiedliche Partner zusammenholen könnte. Und da wäre ich sozusagen auch schon dann bei den Punkten, Sie sehen letztlich Punkt, man könnte es noch endlos fortführen. Was mir aber gestern in der Diskussion ein Stück weit aufgefallen ist, wir haben darüber gesprochen, Demokratie erlebbar machen. Ich würde noch ein Stück zurückgehen und sagen, es geht darum, Politik und auch das Demokratische sichtbar machen. Weil ganz oft ist es gerade Kindern und Jugendlichen gar nicht bewusst, dass sie politische Entscheidungen treffen und nach demokratischen Regeln agieren. Bei Jugendlichen das Thema Nachtbusse, öffentlicher Personennahverkehr, ganz heißes Thema, oder in der Kommune Freizeitgestaltung. Das sind hochpolitische Themen, aber bei den Jugendlichen geht es da nicht drum. Und ich denke, unsere Aufgabe sollte auch sein, das erstmal sichtbar zu machen. Wenn Jugendliche sich über die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs unterhalten, die Verbesserung Schülerticket, die Verbesserungen im Jugendhaus, das sind politische Themen. Zum Beispiel Anmerkungen machen, dass in irgendwie auf Spielplätzen und so weiter das nicht funktioniert, dass so viele Falschparker auf den Gehwegen sind und so weiter. Das sind alles politische Themen. Und in der Regel denkt man immer an die große Politik in Berlin und Brüssel und New York und wo auch immer. Aber im Nahbereich Kommune, dass dort auch ganz viel Politisches läuft, das muss man sichtbar machen. Ich würde auch sagen, ob das jetzt unbedingt sexy sein muss, das ist, glaube ich, gar nicht der spannende Punkt, sondern es geht um sichtbar machen, um Relevanz auch herstellen. Wie betrifft mich das überhaupt? Das ist viel wichtiger, als dass es als sexy empfunden wird. Interaktion, Begegnung und Dialog ermöglichen, ganz wichtiger Punkt. Selbstwirksamkeitserfahrungen und Erfolge ermöglichen. Wenn Projekte starten, gerade im Bereich Jugendbeteiligung, und es heißt immer nur nein, 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 und es geht nicht und keine Erfolge, auch kurzfristige Erfolge sind wichtig, damit Leute dann auch bei der Stange bleiben und damit es eben längerfristig und nachhaltig wirken kann. Ich nenne jetzt nicht die Kommune, aber ich habe den Bericht
zu einer Jugendkonferenz gelesen, also die Gemeinderäte und die Stadtverwaltung und die Jugendlichen vor Ort eingeladen zu einer Jugendkonferenz. Und bei jedem Thema, was die Jugendlichen auf den Tisch gebracht haben, hieß es, kostet zu viel Geld, sind wir nicht zuständig. Wo ich gesagt habe, dann lasst doch bitte gleich sein. Ja. Die Jugendlichen, die sind sowas von frustriert aus dieser Veranstaltung rausgegangen. Man kann ja der Meinung sein, aber dann sollte man nicht die Jugendlichen einladen. Also es geht darum, auch Erfolge zu ermöglichen, vielleicht auch Verständnis erwerben. Ein tolles Beispiel aus meiner Zeit der politischen Bildung aus dem Stuttgarter Raum, das Jugendliche, die in Stuttgart nicht mehr wussten, wo ist überhaupt das Rathaus, dass man die mit den Bezirksbeiräten, mit dem Bezirksbürgermeister in Stuttgart als Großstadt, ist dann ein bisschen anders aufgestellt, zusammengebracht haben. Und dann haben die gesagt, hier gibt es einen Beutzplatz. Da sind die Wurzeln, ragen auf dem Fußballplatz, die Bänke sind kaputt. Und dann hat der Bezirksvorsteher Stuttgart-Osten gesagt, nächste Woche treffen wir uns wieder, wir machen eine Vor-Ort-Begegnung, war eine Werkrealschulklasse, 8. Klasse, nächste Woche machen wir eine Vor-Ort-Begehung, und innerhalb von 2 Monaten war das Problem gelöst. Also was er machen konnte, die Bänke neu machen, der Rasen einigermaßen in guten Zustand bringen, das ist relativ zeitnah passiert. Das heißt, Jugendliche haben auch erfahren, wir äußern Kritik und es passiert etwas. Und das Tollste war, dass es ein Eröffnungsspiel gab, Schulklasse gegen Team Bezirksvorsteher. Also das war eine tolle Sache. Unterstützung und Beratungsangebote schaffen. Also wie kann man die SMV unterstützen, wenn die in Sachen Projektplanung, Moderation und so weiter, aber auch Jugendgemeinderäte, wie kann man die dort unterstützen? Aber auch jetzt für Hauptamtliche und Ehrenamtliche, die so als Erwachsene vielleicht die Prozesse begleiten, Angebote schaffen. Ganz wichtig, Vernetzung unterschiedlicher Akteure, damit es eben nicht dazu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen von der außerschulischen politischen Bildung nur negative Erfahrungen mit Schulen machen. Ich weiß, das gibt's, könnte ich auch Beispiele nennen, aber sozusagen vernetzen die unterschiedlichen Akteure und dann auch ein gegenseitiges Verständnis herstellen und ein Bewusstsein herstellen, dass Schule anders tickt und ein Schulleiter anders tickt als jemand aus der außerschulischen politischen Bildung. Ist völlig klar, wichtig geht es, dass man miteinander ins Gespräch kommt, sich austauscht über die unterschiedlichen Sichtweisen und dann auch gemeinsam handelt. Und als letzten Punkt, dauerhafte Strukturen schaffen, also dass es nachhaltig wirken kann, dass es nicht nur einmalige Prozesse bin. Und jetzt bedanke ich mich, dass Sie so geduldig zugehört haben und dass Frau Urban, es gibt fast nichts Schlimmeres, wenn man die als Tagungsleitung, wenn die Referenten dann überziehen. Also vielen Dank, dass Sie mich jetzt nicht unterbrochen haben und Sie so gut zugehört haben. Und jetzt freue ich mich dann auf Ihre Anmerkungen und Fragen.